Ja, hallo und grüße euch. Willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme Alice Madness Returns. Hier in einer neuen Aufnahmesession. Deswegen, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe hier bestimmt schon die Puppenköpfe aufgeräumt und so weiter. Das werden wir jetzt aber einfach nochmal tun. Hier haben wir nochmal das arme, traurige kleine Mädchen. Was vielleicht, ja gut, muss ja eigentlich auf Alice Vergangenheit hindeutet. Ja, wir wussten nicht, ob wir rechts oder links lang sollen. Bin mir dessen immer noch nicht schlüssig. Oh. Hier ist alles mögliche an die Wand gekritzelt. Ja, entweder ins Haus oder hier den Weg lang. Ich versuche mich mal mit dem Weg. Und schau mal, wo der hinten, wo der hinführt. Gut, hier vorne scheint nichts zu sein. Warum der Weg hier die Abzweigung nimmt? Keine Ahnung. Ah ja, genau. Hier oben war noch die Herausforderung, der ich mich stellen wollte. Genau das werden wir jetzt auch machen. Na? Dann schauen wir mal. Oha. Okay, wir dürfen wieder Puppenkopf spielen. Oh, und aus irgendeinem Grund war der schwarz. Ja, da habe ich zu wenig Gas gegeben. Das werden wir nochmal versuchen. Und los geht's. Ab die Post. Jawohl, auf den schwarzen Puppenkopf. Hier auch nochmal. Uah, da wären wir fast von der Bahn gekickt. Das ist auch gar nicht so einfach. Weiß nicht, wer sich dran erinnert. An Marble Madness. Das war ähnlich. Damals noch für den Amiga 500. Na komm, Zähne brauchen wir nicht mehr wirklich. Nein! Ach, wie gemein. Na gut, wir werden es einfach nochmal machen. Zack, hier gleich einsteigen. Dann wären wir fast wieder runtergeflogen. Aber warum diese Plattformen schwarz sind, kann ich mir gerade selber nicht erklären. Das ist einfach so. So, gleich hier durch, aber in den Kick-up warten. Oh, der ist schon. Gerade hinter uns durchkommt, das schaffen wir. Husa! Okay, einmal hier. Wie kommen wir jetzt da hoch? Ah, okay, ich verstehe. Einmal kurz abwarten, um weiter kugeln zu können. So. Ah, okay, hier können wir uns wieder durchschießen. Die Frage, wie wir das da am besten lösen. Ich vermute, wir müssen oben lang. So, machen wir mal so. Ah, nein! Na komm, nein, wieso? Warum denn? Ha, genau so. Und jetzt müssen wir uns da unten durchschießen. Zack. Dann darüber zur nächsten Kanone. Einmal kurz warten, bis der Kollege hier durchrotiert ist. Der Kollege Plattform. Zack. So, und jetzt erinnert es mich spätestens an Donkey Kong. ja, ich bin schon drin. So, einmal volle Dröhnung hier oben lang. Ja. Und einmal hier rein in den Kreisel. Ja. Dann hier runter. Huch, ist der Puppenkopf blau. Warum auch immer. Na. Ich würde gerne noch darüber wollen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Aber ein Versuch ist es wert. So, komm. Nein. Nee, das schaffe ich so nicht. So, ich sehe nichts. Ah ja. Und einmal nach oben bitte. Huch, die Zähne wollte einfach nicht mitnehmen. Und da fallen wir aus unerfindlichen Gründen einfach runter. Ist mal wieder die glückliche Kameraeinstellung, die hier gewählt worden ist. Und wir dürfen den ganzen Spukes hier nochmal machen. So, einmal nach oben. Dann einmal hier rüber.
Und nochmal runter. Nein, das reicht nicht. Verdammt. So, nochmal Vollgas hier. Und einmal hier rüber. Jep, jep, jep. Da müssen wir einmal kurz abwarten. So, gleich hier rein. Schaffen wir das diesmal hier rüber? Nein, schaffen wir auch nicht. Ist aber nicht so wichtig, da sind eh nur vier Zähne drin versteckt. So, nach oben. Ach nein, was mache ich denn? So, nochmal. Und diesmal schießen wir ein bisschen höher. Und ich hoffe, wir fallen nicht runter. Sehr gut. Oh, doch, nein, wieso? Also das Spiel macht mich mit seiner Kamera echt noch verrückt. So, einmal hier unten lang. Schnellsten Weg. Genau, direkt Richtung Abgrund. Ich mag diese Herausforderung jetzt schon nicht. So, gleich nochmal. So, zack. Einmal abwarten. Jo, komm, dreh dich. Ja, so, das sollte reichen. Nach oben. Dann können wir hier eigentlich auch gleich rüber. So, zack. Oh, da kommen wir auch gleich nach unten. Natürlich auch praktisch. So. Gleich wieder nach oben. Die letzten Zähne natürlich auch noch mitnehmen. So gut. Okay, diesmal vorsichtig. So, da müssen wir wieder irgendwie die Plattform nutzen, um nach oben zu kommen. So gar nicht. Ah, okay, hier den Weg. So, dann hier rüber. Und wir haben es geschafft, glaube ich. Du erstaunst mich immer wieder. Das freut mich. Zack. Und wieder ein Viertel von einer Rose ausgemalt. Ich hoffe, wir kriegen noch genügend Herausforderungen, um noch ein weiteres Leben bzw. noch ein Rosenblatt dazu zu kriegen. Rosenblüte. Wir werden sehen. So. Ja. Die Herausforderung ist gemeistert. Und wir können wieder zurück. Zack. Zack. Dankeschön, liebe Plattform. Uah. Und jetzt können wir endlich ins Haus gehen. Einen anderen logischen Weg haben wir ja leider nicht. Leider bin ich mir eigentlich ganz froh drum, damit ich nicht so viele Entscheidungen treffen muss, wo ich das Gefühl habe, die könnte falsch sein. Ich höre hier eine Schweinenase grunzen. Wir gehen erstmal nach unten. Mal gucken, ob wir hier was sehen. Ach, da ist auch die Nase. Sehr schön. Zack. Und sie ist unser. Gesundheit. Und ein weiterer Picknickkorb. Mit Zähnen, die wir nicht mehr brauchen können. Zack. Aber wir nehmen ja mit, was wir kriegen können. So. Oh, einmal wieder die Spieluhr. Dim, 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 dim. Hui. Und wieder mal dürfen wir Kopfball spielen. Boah, geht schon los. Ja, ja, ja. Einfach durchlassen, danke. Hui. Hui. Zack. Einmal Abschlag. Zack. Von Kanone zu Kanone. Einmal hier Donkey Kong in Alice Madness Return spielen. Hui. Oh, da hat mir nicht genug Schwung. Warum, weiß ich nicht. Wie soll ich denn jetzt da hochkommen? Also nochmal. Also dieser Kopf ist auch echt verquert. Zack. Ah, es ist ja Wahnsinn. Nee, das reicht auch nicht. Also nochmal. Zack. Vielleicht einfach ein bisschen mehr auf die Kante. Jawohl. Juhu. Ah, es reicht einfach nicht. Das gibt es nicht. Er bleibt immer an den Kanten hängen. So, versuchen wir hier nochmal. Zack. Nee, das reicht so nicht. Brauchen wir den Schwung der Kanone. Hup. Zack. Und einmal runterwärts. Zack. Gleich weiter. Jawohl. Ah.
wir haben es geschafft. Zumindest den ersten Teil. Ich weiß nicht, ob es noch einen gibt. Ja, klar gibt es noch einen. Gut, da hinten ist ein Zahn versteckt. Ich guck mal, ob ich da rankomme. Ja. Oh, hier geht es auch unten weiter. Interessant. Na? Ja. Schau mal. Den Weg der Zähne. Ja, und mehr gibt es hier anscheinend nicht. Ach, sieh mal einen an. Wahrscheinlich wäre ich da früher oder später runtergefallen und hätte dann da wieder zurückgehen können. Was wahrscheinlich noch passieren wird. Na, jetzt lass mich doch da hoch. So, aber jetzt. Knöpfchen drücken. Und ab dafür. Zack. So, einmal hier rüber. Zack. Einmal kurz abwarten. Und nach oben. Jawohl. Gleich hier durch. Zack, da sind wir schnell. Da kennen wir nichts. Geht's hier vorne weiter? Ja. Zum Glück ist das Licht irritierend. So, einmal hier durch. Holla, holla, holla. Zack, hier runter. Ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Da oben kommen wir her. Vielleicht hier hinter. Ja, sieht gut aus. Oh, Ausfahrt verpasst. Zack, nehmen wir die nächste. Und dann geht's da runter vermutlich. Ja. Ich bin drin, ja? Sehr gut. So, kurz warten und rüber hier. Einmal nach unten. So, jetzt aber nicht durch das... So, jetzt aber. Und Vollgas nach oben. Gleich weiter. Zack. Und den nächsten Teil gemeistert. Sehr schön. Ah, ist ja mal wieder echt eine witzige Idee hier mit dem Kopf. Oh, los geht's. Automatischerweise. Hui. Zack. Ja, darüber bitte. Oh, das ging gerade noch gut. Aber wieder zu voreilig. Ich kann den... Die Kanone nicht weiter drehen. Okay. Das reicht. So, wir gehen ein bisschen weiter links, damit wir die Rampe mitnehmen. Ja, wo bin ich? Ach, da bin ich. Da wieder irgendwelche Kugeln im Weg. Komm ab hier, Kugeln. Was ist da eigentlich eingesperrt? Irgendwelche hässlichen Totenschädel mit. Mit Stacheln, die Totenschädel, wollte ich sagen. Einmal hier rüber. Zack. Den Schalter betätigen. Halt. Hallo? Ah, geht doch. Zack, zur Kanone. Zur nächsten Kanone. Zack. Bin ich da jetzt drin? Ja. Oh, ich habe schon wieder die tolle Perspektive. Nein. Ja, kann ich da auch nochmal außen rum, weil ich kriege mit dem Schwung das nicht hin. So. Also nochmal. Ich bin aber froh, dass der Schädel sich nicht erbricht. Bei dem ganzen Gedrehe. Jawoll, ich hab's hinter mir. Sehr schön. Das freut mich. Marble Madness war ein tolles Spiel, aber ich brauche das jetzt nicht mehr. So. Und einmal Rutschparty. Hui. Zack. Boah, das war ganz schön knapp. Zack. Nach links. Warum auch immer, ich weiß nicht. Habe mich einfach mal so entschieden. Schädel. Zack. Zack. Ich habe mir noch nicht den Hintern verbrochen. Ich habe nichts gesagt. War noch nicht ausgesprochen. Nein, 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 nein. Hui. Das war ganz schön tricky diesmal. Schädel, Schädel, Schädel. Mit Zähnen. Die ich. Ja, okay. Hallo, mein Freund. Na, wie geht's? Hast du Lust? Machen wir ein Tänzchen? Oh, da war ich zu früh dran. Na, komm. Mach's nochmal, mach's nochmal.
Ach, komm mal, nur für mich. Hey, ich hab abgewehrt, aber er wollte nicht. Da kommt ja nochmal. Hier auf dieser Mini-Arena. Na, na? So, jetzt aber, jetzt bist du dran, mein Freund. Nein, nein, wieso? Ah, ich liebe dieses Kampfsystem. Gut, T-Kanone, zeig, was du kannst. Wir haben hier zwei Puppen. Und oben noch einen Kollegen, der uns runterfeuert. Hey, ich bin ausgewichen. Jeder hat es gesehen. Ich habe den Schlag trotzdem kassiert. Okay, dann machen wir erstmal die Puppen hier. Obwohl, ich überlege gerade. Nee, ich werde hoch zu dem Feuertyp springen, um den erstmal aus dem Weg zu schaffen. Ah! Gibt's ja nicht. Wieso komme ich da so nicht hoch? Doch, geht doch. Sehr schön. Weil die Puppen können nämlich nicht hier hoch. Das macht die Sache auch so einfacher. Was tue ich mich denn gerade so schwer? Nee, ich versteh's nicht. Ich hab ordentlich leben gelassen. Das darf so nicht sein. Macht meine Wuppertür! Jawohl! Plattform ist nach unten gerutscht, die Blüten, die da rausgekommen sind, dürfen wir nicht mitnehmen, warum weiß ich nicht. Ist uns einfach nicht gegönnt. Da sind ein paar drin. So, meine Blüten. Einmal. Zack. Gleich beide getroffen, sehr schön. Zweimal. Doch, da lohnt sich die T-Kanone wirklich. Schalten. Um die Kamera wieder glücklicher zu sehen. Jawohl, die haben wir. Jede Menge Blüten und Zähne, das ist sehr gut. Ach ja, klar, kommen jetzt auch noch Puppen dazu. Sehen wie viele dies ist. Ah, verdammt. Ich hasse euch. Ist schon mal einer abgespielt. Na komm. Na komm. So. Oh nein, 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 nein. Zielfunktion. Macht mich hier Kiri. Aber jetzt komm her. Alice rastet aus. Die Puppe auch. Das gefällt mir gar nicht. Ich sehe mal wieder überhaupt nichts. Okay, das werden wir doch mit der T-Kanone drücken. Das ist, glaube ich, die sicherste Variante. Jawohl. Warum auch immer mein Pony da jetzt keinen Schaden gemacht hat. Aber ich kann mich da nur immer, immer wieder wiederholen. Es ist einfach ein bescheidenes Kampfsystem in dem Spiel. Spielt es selber, probiert es aus, dann wisst ihr, was ich meine. Es ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Weil man einfach keinen Überblick hat. So. Irgendwelche Geheimnisse? Irgendwas? Irgendwelche tollen Belohnungen? Nichts? Hm. Schade. Würde mich über eine Blume freuen. Na ja, gut. Hui. Hui. Na. Hui. Und rüber hier. Tada. Und zack. Einmal hier das Bild zerstört. Oh. Und wieder mal. Geht es in eine Erinnerung, in ein brennendes Türchen von der Familie Little. Bin mal gespannt, was es diesmal aufgeschlossen wird. Wir werden es sehen. Beim Untergang meiner Familie, aber ich habe das Feuer nicht ausgelöst. In Oxford wohnen keine Zentauren, ein gewisser Doktor schon.
Ich habe ihn gesehen. Ein stolzer Student. Jetzt erinnere ich mich an ihn. Dieser Schlüssel gehört zu Lissys Zimmer. Dieser Drecksack. Und ich bin mir so sicher, dass wir ihn alle kennen. Dr. Bumby. Der uns das alles hier angetan hat. Der von uns so den Zorn ernten wird. So. Huch, wo sind wir hier gelandet? Okay, immer noch im Puppenhausen. Mit Marionetten. Ah, da noch eine Erinnerung. Mein Vater hätte nicht gewollt, dass ihr weint, Mädchen. Er hatte ein langes Leben. Und wie der Dichter sagt, wie bei einem Uhrwerk müde vom Verzehren der Zeit, standen die Räder beschwerlichen Lebens schließlich still. Ein nettes Sprichwort, wie ich finde. Da unten steht der Zug. Oder ein Teil des Zuges. Nee, das ist der Zug. Okay. Er brennt. Und ich hoffe, er wird uns endlich erzählen, was wirklich passiert ist. Warum, wie ich vermute, Dr. Bumby unser Haus zerstört hat, unsere Familie ausgelöscht hat und was das Ganze mit unserer Schwester zu tun hat. Aber dazu mehr in den nächsten Folgen von Alice Madness Returns. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und bis dahin, lebt wohl. Tschüss.